Genau so stellt man sich das vor. Da sitzt jemand am Piano und spielt das mal ebenso ein. Aber anders, als ihr vielleicht denkt. Früher war es in einem echten Klavier und einem Tonband. Heute spielt man mit einem Digitalpiano und einem Computer ein. Viele haben da einen digitalen Audiorekorder im Kopf. Ich schließe mein Keyboard an meinen Audioeingang an und wenn ich genug geübt habe, kann ich es fehlerfrei aufnehmen. Das setzt aber voraus, dass ich mein Instrument sehr gut beherrsche und auch somit viel Zeit investieren muss. Bei der Aufnahme darf uns nämlich nicht mal der kleinste Fehler passieren, sonst ist alles versaut. Oder kann man das vielleicht nachträglich doch noch bearbeiten? Doch, kann ich, und zwar mit einer über 40 Jahre alten Technik. Ihr habt nämlich überhaupt keine Ahnung, wie sehr da heutzutage geschummelt wird, auch bei den Profis. Und ihr könnt das auch. Oder glaubt ihr immer noch, dass ich so perfekt eingespielt habe, wie ihr es gerade gehört habt? Heute zeige ich euch nicht nur, wie ihr mit der Cakewalk Pianorolle und seinen effektiven Werkzeugen schlampig eingespieltes Spielen gleich korrigieren könnt. Von der manuellen Korrektur bis hin zu nicht-destruktiven Techniken, die aus einer Kartoffelaufnahme ein Glanzstück zaubern. Wir sehen uns auch das Thema MIDI an und wie man so ein VST mit mehreren Instrumenten dabei richtig ansteuert. Und wer sich das Video bis zum Ende ansieht, dem zeige ich, wie das alles auch mit dem hier geht. Ja, hallo! Arbeiten wir heute mal mit dem TTS-1. Der ist bei Cakewalk schon mit dabei und somit auch kostenlos und deckt schon mal sehr viele Instrumente ab. Für Kanal 1 wähle ich mir hier gleich mal ein Piano. Später für Kanal 2 nehme ich mir noch einen Bass. Damit jetzt Cakewalk weiß, welches Instrument wir ansteuern möchten, legen wir uns für jedes Instrument eine MIDI-Spur an. Rechtsklick, MIDI-Spur einfügen. Hier geben wir nun an, an welchen Synthi die Daten geschickt werden, also unseren TTS-1. Und hier nochmal genauer, an welchen Kanal soll gesendet werden. In unserem Fall Kanal 1, also an unser Piano. Sind die bei euch nicht alle da, dann geht hier oben vom Benutzer definiert auf Alle. Das gleiche nochmal mit dem Bass. Neue MIDI-Spur, Port TTS-1, Kanal 2, Name Bass. Und guckt mal, wie gut die miteinander verknüpft sind. Ich brauche nicht mal mehr meinen Synthi aufmachen, weil ich hier praktisch alles steuern kann. Lautstärke, Panning, Instrumentenauswahl oder auch Automationen wie Hall, Chorus, Modulation etc. Will ich jetzt mein Piano aufnehmen, muss ich Cakewalk natürlich noch sagen, was es aufnehmen soll, also von welcher Quelle. Bei mir ist es mein E-Piano, welches per USB angeschlossen ist, hier bei den MIDI-Geräten als DP26. Das wähle ich hier beim Eingang aus und zwar Kanal 1. Das mache ich, weil ich weiß, dass mein Piano alles, was ich über die Tasten einspiele, immer über MIDI-Kanal 1 sendet. Seid ihr euch nicht sicher, versucht mal Omni, aber da kann es passieren, dass es an mehreren Kanälen gleichzeitig sendet und somit doppelt aufgenommen wird. RTFM, meine Lieben. Jetzt stelle ich mir meine Pianospur scharf und die ist bereit zum Aufnehmen. Dann drücke ich auf Aufnahme und kann einspielen. Jetzt habe ich es aufgenommen, aber anders als ihr vielleicht denkt. Anstatt wie ein Rekorder einfach den Klang aufzunehmen, hat Cakewalk mein Spiel in Form von Steuerdaten erhalten. Schauen wir uns diese mal in der Pianorolle an. Um diese zu öffnen, wählen wir bei Ansicht Pianorollenansicht oder drücken Alt und 3. Jetzt gibt es hier mehrere Bereiche. Die Klaviatur. Damit kann ich das Instrument mal anspielen, ohne gleich was in den Track zu schreiben. Sind hier nur Zahlen, könnt ihr mit einem Rechtsklick und Diatonic eine Klaviatur auswählen. Hier sehen wir, was ich eingespielt habe, dargestellt in so kleine sogenannte Blobs. Die Spurübersicht befindet sich auf der rechten Seite und lässt mich ganz einfach zwischen mehreren Tracks hin und her wechseln. Ganz unten ist der Controllerbereich. Dieser beinhaltet momentan die jeweilige Anschlagstärke der Noten. Die zeigt aber nicht nur einfach Daten an, man kann diese auch abändern. Ich zeige euch dann später, was wir dann noch alles abändern und anzeigen können und vor allem, wie praktisch das ist. Zum schnellen Navigieren nutzen wir das Mausrad und das geht genauso wie auch in der Spuransicht. Daran drehen, um nach oben oder unten zu scrollen. Halte ich die Alt-Taste dabei gedrückt, zoome ich rein und raus. Und mit STRG gedrückt bewege ich mich nach links und rechts. Eine weitere wichtige Funktion des Mausrads, wenn ihr das klickt, erhaltet ihr Zugriff auf eure Werkzeuge.
Habt ihr ein Trackpad oder Schwierigkeiten mit dem Mausradklick, dann stellt sicher, dass das Modul Werkzeuge in der Steuerleiste oben eingeblendet ist. Das meiste geht aber sowieso mit dem Smart Tool. Habt ihr das aktiv, könnt ihr Noten schnell und einfach editieren. Wenn wir mal reinhören, ist schnell klar, dass ich da ein paar Fehler drin habe. Falsche Noten, Timing-Schwächen. Hätte ich das jetzt als Audio aufgenommen, könnte ich die ganze Aufnahme gleich mal wegschmeißen und von vorn anfangen. Nicht aber mit MIDI. Hier haben wir nur Anweisungen, was Cakewalk spielen soll, und das können wir spielend leicht abändern. Erst räumen wir mal ein bisschen auf. Da sind ein paar Noten drin, die ich versehentlich gegriffen habe, und die müssen weg. Das machen wir ganz einfach mit einem Rechtsklick auf die entsprechende Note. Bei dem Takt hier habe ich ein H im Bass eingespielt, sollte aber ein C sein. Mit links gedrückt und gehalten können wir uns die Note auf die gewünschte Höhe ziehen. Genauso wie hier, das muss ein G sein und kein F. Und da kann ich auch mehrere Noten gleichzeitig verschieben. Dazu markiere ich mir die entsprechenden Noten zuerst. Entweder klicke ich dazu mit gedrückter STRG-Taste die einzelnen Noten mit Linksklick an, oder ich mache mir eine Rechteckauswahl mit Klicken und Ziehen mit der rechten Maustaste. Nun kann ich beide per Linksklick in die gewünschte Position verschieben. Hier fehlt mir die untere Bassnote, auch das ist kein Problem. Mit Linksklick und Ziehen kann ich eine neue Note einfügen und dabei Start und Ende definieren. Klicke ich davor auf eine andere Note, dient diese als Vorlage für jede weitere Note, die ich einzeichne. Kopiert werden dabei Anschlagstärke und Länge. Das Ende der Note passt zwar, aber der Anfang ist zu spät. Anstatt jetzt die ganze Note zu verschieben, kann ich auch die linken und rechten Ränder anfassen und mit Linksklick deren Anfang und Ende verschieben. Das Ganze geht dabei ohne Eingrenzungen oder in festgelegte Rastereinheiten mit der Snap-Funktion. Die könnt ihr mit der Taste N schnell ein- und ausschalten und mit einem Rechtsklick hier die Einheiten festlegen. Smart Grid macht die Einheiten dabei abhängig von eurer Zoom-Stufe. Diese Bassnote hier ist mir zu leise. Um deren Anschlagstärke und noch viel mehr abzuändern, mache ich da einfach mal einen Doppelklick mit links drauf. Dieser Wert lässt sich nun zwischen 0, stumm bis 127 maximaler Anschlag abändern. Jetzt haben wir schon mal die gröbsten Schnitzer beseitigt, aber das sind ja noch weitere Probleme. Zum Beispiel leiert mir das Ganze noch zu sehr. Man kann auch sehen, dass das Gespielte ganz schön aus dem Raster fällt, und man hört es ja auch. Da gibt es jetzt drei Möglichkeiten, das zu korrigieren. Eine umständliche, so wie es fast jeder macht, und eine schlaue Art. Die umständliche wäre, jede einzelne Note manuell auf den richtigen Platz zu verschieben. Mühselige Arbeit, die nicht mal Spaß macht und jede Menge Zeit frisst. Außerdem machen wir uns damit unser Original kaputt. Da gibt es eine wesentlich bessere Möglichkeit, und zwar so, wie es fast jeder macht. Quantisieren. Damit quetschen wir das Gespielte in ein vorhandenes Raster. Dazu markieren wir den gewünschten Bereich und drücken die Taste Q, beziehungsweise übers Menü Modifizieren, Quantisieren. Und da haben wir jetzt mehrere Optionen. Die wichtigste gleich zuerst, Auflösung. Da wir hier hauptsächlich Sechzehntel spielen, bietet sich eine Auflösung von Sechzehnteln auch an. Nehmt ihr am besten immer den Wert, der als kürzesten gewünschten Note in eurem Spiel vorkommt. Würde ich hier Achtel nehmen, spielen alle Noten innerhalb eines Achtels zeitgleich. Unter Ändern empfehle ich euch einen Haken bei Startzeiten, Notenlängen und nur Noten und Gesangstext zu setzen. Genauigkeit: bei 100% wird jede Note stur auf das Raster geschoben. Bei niedrigeren Werten werden die Noten nur in die Richtung des nächstliegenden Rasterpunkts verschoben. Bei 50% zum Beispiel wird nur um die Hälfte des zu korrigierenden Abstands verschoben. Swing! Wie der Name schon sagt, basteln wir uns damit ein Swing-Feeling. 50% lässt alles kerzengerade, alles drüber oder drunter macht uns ein beschwingtes Gefühl. Fenster ist ähnlich wie der Genauigkeitsregler. Bei 100% werden alle Noten quantisiert. Werte darunter beeinflussen nur Noten, die sich weiter weg vom Raster befinden. Hier ist es dann aber ein ganz oder gar nicht.
Ist die Note über dem Schwellenwert, wird sie komplett in Ruhe gelassen. Ist sie darunter, wird sie gnadenlos quantisiert. Mit Offset könnt ihr Gespieltes verfrüht oder verspätet zur Timeline wiedergeben. Als Wert nehmt ihr hier sogenannte Ticks. Unter Voreinstellungen, Projekt, Taktquelle könnt ihr nachsehen, wie viele Ticks bei euch eine Viertelnote bilden und entsprechend umrechnen. Mit Vorhören kann ich mal in den ersten Takt reinhören, ob es mir so gefällt. Dann drücke ich auf OK und hoffe, dass es auch für den Rest so passt. Oder ich mache das auf die dritte Art, nämlich die schlaue Art. Dazu nehme ich mir im Browser im Reiter MIDI-FX den Quantize-Effekt und ziehe mir den in den Effects-Rack der entsprechenden Spur. Der sieht dem anderen Quantisierungseffekt sehr ähnlich, funktioniert auch fast genauso, aber ist wesentlich flexibler. Denn alles, was ich hier ändere, beeinflusst meine MIDI-Daten nur während der Wiedergabe. Im Track bleibt mein Original genauso erhalten. Und so kann ich auch während der Wiedergabe Werte ändern und neu anpassen. So, wisst ihr was? Ich will noch Streicher mit dazu. Und die machen wir nur mit der hier. Neue Minispur, benannt Strings und arbeitet zusammen mit Kanal 3. Den TTS machen wir mit einem Klick hier auf und wählen im Kanal 3 unter Ensemble die Strings. Zurück in der Pianorolle können wir gleich zu den Strings wechseln. Zeichnen wir uns mal ein A, ein C und ein E ein. Schaltet euch als Hilfestellung da ruhig unter Noten die Notennamen an. Hui, die sind jetzt etwas laut, das kann ich aber gleich korrigieren und zwar hier im Inspektor. So, jetzt sind mir die Noten aber zu lang. Ich muss hier aufteilen und ein F-Dur draus machen. Um genau hier einen Schnitt zu machen, stelle ich erst sicher, dass das Raster aktiv ist. Ich will ja ganz genau schneiden. Andererseits klingt es vielleicht ohne Raster natürlicher. Aber um dieses roboterhafte, menschliche klingen zu lassen, dafür haben wir unsere Cakewalk Cals. Um also hier einen Schnitt zu machen, Alt-Taste gedrückt halten und mit Linksklick einen Schnitt setzen. Jetzt kann ich meine Note entsprechend abändern. Für die restlichen zwei Takte kann ich die auch schnell reinzeichnen. Oder erst alle markieren und mit gedrückter STRG-Taste und Linksklick ziehen. Und somit dupliziere ich das Ganze. Achtet beim Verschieben drauf, dass euer Mauszeiger dieses Verschieben-Symbol hat. Ohne STRG kann ich markierte Noten verschieben oder an den Rändern Start und Ende anpassen. Möchte ich die Auswahl aber dehnen oder stauchen, halte ich die STRG-Taste dabei gedrückt, während ich an den Rändern ziehe. Und so lässt sich ganz fix ein Pattern aufbauen. Wenn ihr euch jetzt mit diesen ganzen Kombinationen mit STRG Umschalt allzu heftig ist, ist es auch kein Problem. Die gibt's alle als Extra-Tools und noch viel, viel mehr, und zwar in der Werkzeugleiste mit Mausradklick oder hier oben im Modul. Auswahl, verschieben, bearbeiten, dehnen, teilen und löschen. In diese Untermenüs kommt ihr jeweils mit einem Rechtsklick. Interessant sind hingegen wieder die Zeichnen-Werkzeuge. Freihand, Linie und das arschgeile Pattern-Tool. Mit Rechtsklick Zieh Auswahl schmiere ich mir dieses Pattern, quasi die Auswahl, auf meinen Notentapezierroller und mit Klicken und Ziehen mit der linken Maustaste male ich dieses Muster auf meine Pianorolle, bis ich loslasse. Jetzt habe ich meine Strings soweit mal fertig. Jetzt will ich ja noch einen Bass dazu. Die Spur ist hier schnell ausgewählt und jetzt kann ich wieder Noten reinzeichnen wie bisher. Ist mir aber jetzt ein bisschen zu sehr Blindflug. Ich will meine Pianonoten von vorher mit angezeigt haben, so als Referenz.
Das mache ich mit der Spurauswahl. Zuerst, was ich als Referenz will, im vorderen Bereich anklicken. Anschließend auf den Namen des Tracks, den ich bearbeiten möchte, also in diesem Bereich. So kann ich mir meinen Bass programmieren und sehe gleichzeitig, was beim Piano so abgeht. Ist Autofokus dabei aktiviert, könnt ihr zur schnelleren Bearbeitung zwischen den Spuren wechseln, indem ihr eine Note dieses Tracks anklickt. Kann aber schnell eine Fummelei werden, wenn ihr auf der gleichen Position was zeichnen wollt, welche bei der anderen Spur bereits besetzt ist. Wechselt also hier auf Autosperre und dann geht es viel einfacher. Dann ist der Track im Hintergrund allerdings nicht mehr auswählbar. Jetzt haben wir diesen Bereich ja noch gar nicht angesprochen, den Controller-Bereich. Da erzeugt ihr keine Noten-Events, sondern hier könnt ihr Daten anpassen, die euren Sound manipulieren. Links wählen wir aus, was angezeigt werden soll und rechts sehen wir die betreffenden Daten. Hier unten befindet sich das durchaus potente Transformationstool, das muss sich aber noch ganz kurz gedulden. Per Standard wird hier die Anschlagstärke angezeigt. Möchte ich nur die Lautstärke der ausgewählten Noten angezeigt haben, weil es einfach viel übersichtlicher ist, kann ich das in diesem Menü auswählen. Zum Abändern klicke und ziehe ich mit der linken Maustaste am oberen Rand. Um das bei mehreren Noten gleichzeitig zu machen, wähle ich diese vorher im Notenbereich aus und kann sie anschließend mit Linksklick und Ziehen anteilig lauter oder leiser machen. Da geht aber noch mehr, indem ich auf das Plus klicke, das macht man aber mal kurz bei den Strings. Hier kann ich nun verschiedene sogenannte Continuous Controller, kurz CC, einfügen, um den Sound auf verschiedenste Arten zu manipulieren. Wählen wir dazu den Wert Modulation aus. Mit diesem Wert kann ich ein Vibrato auslösen. Diese kann ich mit Linksklick und Ziehen einfach reinzeichnen. Und es geht wesentlich einfacher, wenn ihr das Raster dabei deaktiviert habt. Wechseln wir nochmal zurück zur Anschlagstärke. Ich kann entweder alles anteilig lauter oder leiser machen. Mit dem Transformationstool geht da noch mehr. Das schalte ich mir mal ein und wähle hier gleich mal den Autofokus, damit auch alles bearbeitet wird, was ich markiere. Wähle ich jetzt einen Notenbereich aus, habe ich nun diese Ansicht und mit diesen Anfassern kann ich nun wesentlich komplexere Bearbeitungen vornehmen, wie beispielsweise ein Crescendo. Und wenn ihr jetzt das noch mit Cakewalk Cal kombiniert, dann steht ihr dem nächsten Mega-Hit nichts mehr im Weg. Jetzt habe ich den Bass ganz vergessen. Ach, den machen wir dann beim nächsten Teil und zwar mit der Partitur. Jetzt hat mal irgendjemand eine Nachricht geschrieben und die letzte Einstellung versaut. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis dahin, Bussi aufs Bachibärli und Servus. Worum?